Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LANCE-TV Spezial, wenn ihr so wollt, denn heute geht es um keinen expliziten Vor- oder Nachbericht, nein, heute geht es um die Auslosung für das Gewinnspiel, für den Puntigamer Ball, den ja mein Freund Jan freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, und es haben sich auch einige da gemeldet, die gerne den Ball haben möchten. Und naja, wir werden da eben auch in Kürze zur Auslosung kommen. Ausgelost wird, wie schon beim letzten Gewinnspiel, in dieser schönen Schüssel hier. Und natürlich auch die Teilnehmer schon vorhanden, damit ihr da auch merkt, dass es hier mit rechten Dingen zugeht. Vielleicht noch ganz kurz, weil es eben zum Thema gerade passt. Apropos Auslosung, es war ja die Cup-Auslosung für das Viertelfinale im ÖFB-Cup. Und unser SK Sturm hat zu Hause den SV Wim Passing zugelost bekommen. Burgenländischer Landesligist. Natürlich schon klar nicht zu unterschätzen, die haben immer in den WAC rausgeschmissen in der vorigen Runde und auch schon Blau-Weiß-Linz, aber also über das Los darf man sich auf keinen Fall aufregen. Also ich persönlich muss sagen, ohne die Gegner kleinreden zu wollen, aber klar, der Spitzenreiter der österreichischen Bundesliga, der muss schon in der Lage sein, den Viertligisten aus der Burgenlandliga da zu bezwingen. Ganz klar, zu Hause obendrein, also da. Ja, nur eben das an der Stelle kurz erwähnt, gespielt wird ja erst im Februar, aber kann man sich, glaube ich, nicht aufregen. Vielleicht ganz kurz die restlichen Partien noch. Rapid zu Hause gegen Ried, Salzburg hat daheim Austria Klagenfurt bekommen und Mattersburg trifft auf Hartberg, also alle Bundesligisten zu Hause. Und eben unser SK Sturm zu Hause gegen Wim Passing. Also da sollte eigentlich auf dem Weg ins Halbfinale nichts schief gehen. Hoffe ich mal. Gut, und jetzt eben zum Hauptaugenmerk dieses Videos, zur Auslosung. Und da würde ich sagen, ohne weiteres Herumgeschwafel, kommen wir da gleich mal zum spannenden Endpunkt. Schön durchmischen hier. So, und gut. Haben wir einen? Ja. So, und der Gewinner. Wen haben wir hier? Oh, Verzeihung. Andersrum, Josef Hartenfelser gewinnt den Ball. Also, nochmal, sorry, Josef Hartenfelser ist der Gewinner des Puntigamer Balls. Und ja, ich würde vorschlagen, du schickst mir am besten eine E-Mail auf thelancetv@gmx.at. Und dann ja, reden wir uns da zusammen, ob wir uns da treffen oder wie oder was, wie wir den Ball eben in deine Arme befördern. Gut, das war's dann auch schon von mir an der Stelle. Ich wünsche euch noch einen hoffentlich halbwegs angenehmen Montag, und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei TheLANCE.TV. Es ist ja jetzt auch Länderspielpause. Schauen wir mal da, was Franco Foda da so macht und ob vielleicht wirklich auch der ein oder andere Sturmkicker im Nationalteam da schon bald mal zum Einsatz kommt. Wir werden es sehen, auf jeden Fall. Tja, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Euer Elias, auf die Schwarzen, so wie immer natürlich. Und bis dann. Ciao, ciao.